bin auf der Blacklist, deutsche Bergbitch mit nem No. Wir kommen hier durch meine Tür. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade die Treppe hochgekommen, ich bin komplett rot. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Schule hat heute begonnen und es ist Zeit für einen Neustart. Leute, ich habe schon in meiner Story gesagt, wie gesagt, ich bin auf Instagram super aktiv. Anders als hier auf YouTube momentan. Da solltet ihr einfach mal vorbeischauen. Oh, ich habe noch meine AirPods drin. Weil ich euch dort immer ein Update gebe von meinen Feelings, was ich vorhab und so weiter. Es ist aber mal wieder Zeit für ein YouTube-Video. Und es ist ein besonderes YouTube-Video, denn viele wollten immer mein, mein Zimmer mal sehen. Nur, dass das Problem ist, dass ich wirklich irgendwie, seitdem ich das Zimmer gemacht habe, nicht zu 100% so das hier habe. Also ich bin nie so richtig zufrieden gewesen. Es ist immer unaufgeräumt. Das liegt auch daran, dass ich einfach mit dem Zimmer nicht so zu 100% fertig bin. Ich habe hier zum Beispiel die Couch und die überdeckt so ein bisschen meine Kommode. So ein paar Kleinigkeiten, die mich einfach stören. Was ich halt wirklich sehr, sehr liebe, ist diese Ecke hier, die ich habe. Die Bilder habe ich erst neu zu meinem Geburtstag alle gemacht. Und hier halt mein Bett. Es ist halt perfekt, alles so in so einer Ecke, so ein bisschen versteckt. Aber der Rest vom Zimmer passt mir halt einfach nicht zu 100%. Deswegen werde ich mich jetzt mal ans Messen machen und mein Zimmer so ein bisschen abmessen. Erstmal so rundum. Und dann die Gegenstände, die ich verrücken möchte. Also ich habe vor, mein Bett umzustellen und den Rest auch logischerweise dann. Das hier an der Wand bleibt wahrscheinlich so, das liebe ich übertrieben. Ich finde, das hat so einen schönen Vibe. Ich habe das, wie gesagt, schon auf Instagram ein bisschen angesprochen. Jemand meinte, es gibt eine App dafür zum Umstellen und so weiter. Ich denke aber, dass ich das separat auf GoodNotes einfach mache. Das ging jetzt auch eigentlich relativ schnell. Ich habe es natürlich nicht exakt gemacht. Ich bin alleine gerade, weil meine Mutter und ihr Freund gerade ein bisschen im Garten was umändern und bauen. Deswegen habe ich das jetzt einfach schnell grob alleine gemacht. Passend von der Größe tut es eigentlich schon. Ich will mir das einfach nur ein bisschen bildlich vorstellen können. Also das ist im Prinzip mein Zimmer, wo drin ich halt schlafe. Ich habe ja noch ein anderes Zimmer, wo auch mein Schrank drin steht. Den brauchen wir hier aber jetzt nicht. Ich habe halt hier das Fenster. Hier steht mein Schminktisch gerade. Hier die Couch, hier die Kommode, hier ist die Tür. Hier ist so eine Schräge, weil hier nämlich ein Kabuff ist. Der wurde aber nachträglich, glaube ich, reingebaut. Hier ist nämlich noch diese Wand. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber hier hängt ein Fernseher auch dran. Der wird auch da dann später dran bleiben. Und hier ist aktuell mein Bett. Also hier sitze ich gerade. Ich habe es halt so, wie gesagt, grob hingemalt. So, Friends, ich habe jetzt alles fertig skizziert. Wie gesagt, es ist nicht perfekt ausgemessen. Ich habe auch die, wie heißt es denn? Ich habe auch die Kästchen nicht oder so als Maßstab genommen. Ich habe es einfach, wie gesagt, so grob mit dem Auge ungefähr aufgemalt. Natürlich ist das jetzt kein Maßvergleich zu 100%. Aber man kann ja sich im Kopf das so ein bisschen ausrechnen. Und es würde alles perfekt passen, wenn ich die kleine Couch nehmen würde. Sieht alles ein bisschen doof aus, aber so grob skizziert einfach. Hier ist mein Bett, mein Teppich passt auch perfekt hin. Die kleine Couch, ein Spiegel, der ungefähr 70 cm Platz hätte, also schon ein größerer Spiegel. Wann das alles so richtig jetzt umgebaut wird, kann ich euch noch nicht genau sagen, weil wie gesagt, meine Mutter hat gerade ein anderes Projekt am Laufen, da möchte ich sie auch nicht stören. Ich bräuchte halt eigentlich nur bei meinem Bett so richtig Hilfe. Der Rest ist nur so eine sind nur Kleinigkeiten, die ich rumschieben muss. Und ich müsste halt noch zum Beispiel meinen Spiegel am Schminktisch oder so umhängen und Löcher bohren, aber das wäre jetzt nicht so das größte Ding. Das geht eigentlich relativ schnell alles. Und das wäre wirklich jetzt mal was, wo ich mich echt extrem, glaube ich, also das, da würde ich mich, glaube ich, extrem wohlfühlen. Achso, ich nehme euch jetzt einfach ganz kurz mit und zeige das meiner Mutter und ihr könnt ja mal die Reaction sehen von ihr. Genau. I'm excited as fuck. Und ich liebe einfach Zimmer umdekorieren und umstellen. Nicht unbedingt neue Sachen kaufen, sondern einfach das Umstellen. Ich bin fertig. Okay, sie haben gerade keinen Bock. Guck mal, Leute, that's my outfit of the chiller day. Eigentlich wollte ich heute auch noch mal ins Gym, aber ich habe es nicht geschafft. Also meine Mutter findet eigentlich die Idee sau schön. Es gibt so viel Deko-Zeug, was ich hier halt rumstehen habe, was einfach nicht so richtig benutzt wird, weil ich zum Beispiel an meinem Bett brauche ich keinen
Nachttischschränkchen, weil ich habe hier so eine Ablagerung, da mache ich alles drauf und es passt ja auch kein Nachttischschränkchen mehr hin. Und so Sachen kommen dann halt, wenn ich mein Zimmer umstelle, zum Einsatz. Wir haben Montag. Das Problem ist, ich habe morgen, ich habe 6 Stunden, danach komme ich nach Hause und habe erst wieder zur 10.11. Bio-LK. Deswegen passt das morgen nicht, aber Mittwoch müsste eigentlich gehen. Mittwoch ist, glaube ich, mein einziger Tag. Ich muss nochmal nachschauen, wo ich nur 6 Stunden habe und danach frei. Sonst ist mein Stundenplan halt, like die Oberstufe, einfach beschissen. Today is the day. Genau, ihr seht im Hintergrund alles total unaufgeräumt. Ich werde es jetzt aufräumen und später kommt wahrscheinlich mein Bruder und hilft uns wegen dem Bett. Ich habe ein bisschen Angst, mein Zimmer umzustellen, weil mein Bett halt wirklich in diese Ecke so perfekt reinpasst und man ist da so ein bisschen so privat, wenn ihr wisst, was ich meine. Also hinter dieser Wand, also ich bin halt hinter dieser Wand und man ist so ein bisschen so in der Ecke. Und das mochte ich eigentlich immer extrem gerne. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie ich meinen Rest des Zimmers gestalten soll. Und wenn ich mein Bett nach vorne hole, ist es halt alles viel einfacher so zu gestalten. Ich werde es jetzt ausprobieren und wenn es mir nicht gefällt, dann werde ich es halt wieder ändern müssen. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt, also ich werde es auf jeden Fall umstellen. Aber es kann sein, dass ich es in ein paar Wochen wieder umstellen muss, weil es mir nicht gefällt. Ich meine, es gibt ja immer die Möglichkeit, wieder so zurückzugehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Genau, ich räume jetzt erstmal auf und dann sehen wir uns gleich, wenn mein Bruder hoffentlich kann und da ist. So, was aber jetzt? Die Couch erstmal rüber. Einfach vielleicht hier so auf. Was ich hier ist, was wir sterben. Eigentlich brauche ich mal. So Leute, meine Mutter wollte jetzt einfach diese Schubladen so reinmachen. Du bist so ein Sau. Davor machen wir sie aber erstmal sauber natürlich. Hier mit meinen ganzen Kram. Meine Mutter ist so. Und so sieht es jetzt hier hinten aus, wo mein Bett war. Der kommt natürlich da noch weg, da kommt noch ein Spiegel hin. Und hier jetzt noch meine Kommode und vielleicht noch ein Sessel. Ich weiß noch nicht genau. It's cute as hell. Hey, gib mir mal die Feuchttücher her. Die Mutter, ey, so eine faule Sau. So, der kommt hier natürlich noch weg. Der kommt gegen diese Wand. Hier hinten schaut es natürlich jetzt noch ein bisschen leer aus. Hier kommt noch irgendwann ein Stuhl dran. Hier gucke ich, ob noch irgendwie ein Sessel, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber das sieht jetzt erstmal so aus. Das wird alles noch aufgeräumt. Hier mit meinem Bett und der Spiegel natürlich auch noch umgehangen. Wobei ich noch nicht genau weiß, ob ich den da weghängen möchte. Guck mal, komm mal raus jetzt. Komm. Sam. Sam. Geh raus, sag mal. Raus. Mist. Das hatte doch der Toni extra. So, zur Belohnung haben wir uns ein bisschen was zu essen geholt. Bei uns macht Rewe neuerdings auch Bowls. Die sehen auch extrem geil aus und die schmecken auch gut. Wir haben die schon mal probiert bei Toni. Ich mache mir ein bisschen Nachos mit so Guacamole und Frischkäse. Und wir machen uns Mozzarella Sticks. Und dabei schauen wir Love Island. Das läuft ja jetzt seit Montag. Jeden Tag. Und wir schauen Bachelorette. Denn da ist heute das Finale. Ich bin extrem excited. Und als Nachtisch Ananas haben wir auch fertig gekauft. Dass wir überhaupt irgendwas geschissen bekommen.
Ist ein Wunder, ist ein Wunder. Also wir machen jetzt den Spiegel hier fest. Die Lampe kommt oben drauf und nicht mehr rechts und links, weil das nämlich wegen diesem Schalter, diesem perfekten Schalter, nicht funktioniert. Und ja, genau, die sind halt noch alt, aber die sind eh hinten und die sieht man nicht. Mach du mal zuerst. Ich sehe auch nichts. Ich weiß noch, beim letzten Mal war es ein riesen Scheißdreck. Warte mal. Warte. Jetzt. So Leute, ihr wolltet ja alle mein fertiges Zimmer sehen und ich zeige es euch jetzt. Es fehlen noch so ein paar kleine Details, aber komplett fertig angebracht und so weiter ist alles. Und da wird sich auch nichts mehr ändern. Wir kommen hier durch meine Tür. Ich habe jetzt nicht alles extra extrem aufgeräumt, aber man sieht grob, wie es aussehen soll. Mein Zimmer, also mein Bett ist jetzt hier statt hier hinten. Finde ich auch extrem schön so. Ich habe halt kein Nachttischschränkchen mehr so wirklich. Deswegen habe ich dieses von Ikea hier jetzt benutzt. Da habe ich so meine wesentlichen Dinge. Das mit den Kabeln muss man noch anders sortieren, aber da habe ich zumindest mal Wasser, Tücher, Brille, Creme, Nasenspray, halt so das, was man halt so am Bett meistens hat. Das hier, da waren mal meine Pinsel drauf, das habe ich einfach gelassen. Hier sieht man jetzt mich. Hier könnt ihr sehen, mein alter Spiegel, den haben wir umgehangen. Darüber, da sage ich auch gleich noch was zu. Und hier haben wir diesen Spiegel dran gehangen und der ist tatsächlich von Action. Ich glaube, wir haben irgendwie 5 oder 10 Euro dafür bezahlt. Und der hat so goldene Ränder, ist rund und finde ich extrem schön. Die Löcher müssen noch zugemacht werden. Ansonsten ist meine Wand immer noch wieder vor. Ich habe hier so Ikea-Regale hingehangen, wo ich ein paar Pflanzen drauf gemacht habe. Alle fake, weil ich finde es super anstrengend und schwer, echte Pflanzen zu pflegen. Ich habe 3, die ich tatsächlich auch schon länger besitze, aber so Kleinigkeiten müssen, finde ich, nicht echt sein. Dieses Bild habe ich tatsächlich von DM. Da stand auch das schon drin. Also das Bild habe ich genau so, wie es hier ist, gekauft. Das Bild ist super alt von meiner Mutter. Und hier kommen wir dann zu meiner Couch. Ich hatte davor meine lange Couch. Die habe ich jetzt ins andere Zimmer gemacht, weil es einfach nicht gepasst hätte. Hier ist zum Beispiel auch jetzt eine echte Pflanze. Und da habe ich nebendran ein Nachttischschränkchen gestellt, beziehungsweise ich habe das schon super lange, aber ich wollte es nicht hier hinstellen, weil ich finde, dass es zu viel Platz weggenommen hätte. Und da finde ich es auch ganz schön, wenn jemand hier sitzt, kann er hier trinken, essen, was weiß ich, abstellen. Hat eine Möglichkeit, was zum Abstellen. Ansonsten ist das alles hier auch schon super alt. Also die Lampe habe ich von meiner Mutter, die ist super alt. Die habe ich irgendwo auf dem Dachboden gefunden, dachte mir so, hä, sieht doch voll süß aus. Und das Bild genauso, das ist auch ähnlich wie das. Nur, dass es ein bisschen weißer ist. Und die Blume habe ich mal von meinem Freund geschenkt bekommen. Das finde ich irgendwie, hat einen super schönen Vibe, wenn man sie so trocknen lässt und irgendwo hinhängt. Genau, das ist die Ecke. Finde ich super nice. Und der Grund, warum ich das auch umgestellt habe, ist, da kommen wir jetzt zu, dieser hier. Meine Mutter und mein Vater haben vor langer Zeit, ja, das muss ich auch noch irgendwie ändern, haben, als das Haus gebaut wurde, sich entschieden, eine Wand in die Mitte reinziehen zu lassen. Man kann sowohl rechts als auch links vorbei. Die Wand ist halt, ja, hat mich immer sehr gestört. Jetzt persönlich finde ich sie sehr nice, weil wir nämlich jetzt den Fernseher endlich angebracht haben. Das bedeutet, man kann sowohl von meinem Bett aus als auch von meiner Couch aus nice einfach zusammen Fernsehen schauen oder Videos schauen oder was weiß ich. Finde ich sehr, sehr gut. Davor war es so, dass alles hinter dieser Wand stattgefunden hat. Mein Fernseher da hing und einfach, ja, sonst hätten meine Gäste alle immer auf mein Bett gemusst und was weiß ich. Da habe ich so ein bisschen, finde ich das, deswegen finde ich die Aufteilung auch gerade so besser. Hier unten habe ich auch noch nicht so zu 100% das, wie ich es haben möchte. Ich habe jetzt erstmal vorab die Parfüms dahin gemacht. Ich werde aber auch gleich nochmal beim Schminktisch was dazu sagen. Ansonsten, das muss halt noch ein bisschen ausgeräumt werden und das hier kommt auch weg. Aber wir haben jetzt erstmal alles grob, damit es fertig ist, dran gebracht. Hier habe ich auch so einen alten Tisch von meinem Opa mitgenommen. Also eigentlich das meiste an Deko habe ich tatsächlich einfach schon, haben wir schon lange. Man kann auch sehen, es ist schon super alt. Aber fand ich ganz süß von meinem Opa. So, kommen wir jetzt in den hinteren Bereich. Hier wird sich auch noch einiges ändern. Die Bilder habe ich ja vor ein paar Monaten hier hingehangen. Die werde ich auch so lassen.
Das werde ich wahrscheinlich wegmachen. Das stört mich ein bisschen. Vielleicht kommt da noch ein Spiegel hin. Vielleicht kommt aber auch noch da ein Spiegel hin, hinter die Tür. Das weiß ich noch nicht genau. Hier ist jetzt meine Kommode, die links von der Tür stand. Dieser Kabelsalat, wir wissen irgendwie nicht so ganz, warum überhaupt hier so viele Kabel sind. Die werden auf jeden Fall noch wegkommen, logischerweise. Aber ansonsten habe ich hier jetzt meine ganze Unterwäsche, Jogginghose, alles Mögliche drin. Und ja, es ist jetzt gerade ein bisschen viel Deko drauf, aber da muss ich auch noch mal gucken, wie ich es genau mache. Hier habe ich halt meinen Schmuck, der stand immer auf meinem Schminktisch, weil ich keinen Platz dafür gefunden habe. Diesen Schmuckbehälter habe ich von Action auch. Und diese Schale habe ich auch von Action. Und das finde ich super, super süß, so mit den meistgetragensten Sachen, die ich so besitze. Und hier habe ich halt, wie gesagt, vor, entweder mache ich hier nochmal so einen geilen, dicken Sessel hin oder ich mache hier einen Riesenspiegel hin. Ich weiß es noch nicht genau. Wenn man sich jetzt umdreht, kommt man zu meinem Schminkportal. Genau, falls es euch auffällt, haben wir, ich hatte zwei Lampen von denen. Wir wollten einmal eine links und rechts machen. Dadurch, dass aber da der Strom lang läuft, wegen dieser Bedienung hier, haben wir gesagt, dass wir einfach das oben drüber machen. Und ich muss sagen, das Licht ist auch noch gut zum Schminken und so weiter. Und ja, wenigstens habe ich Licht an meinem Schminktisch. Und ansonsten hat sich nicht viel verändert. Also hier stehen so ein paar Kleinigkeiten halt drauf. Ich habe vergessen, ein Outro zu drehen. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt auch das Nachher-Ergebnis. Mir nämlich extrem. Ich bin extrem, extrem zufrieden mit meinem Zimmer mittlerweile. Und deswegen war es bereit für eine Roomtour, die so lange, lange gewünscht war von euch. Ja, ich bin momentan in der extremen Klausurphase. Also zumindest fängt es jetzt nächste Woche an. Und ich bin ja jetzt in die Oberstufe gekommen. Und so weiter. Deswegen habe ich mir jetzt, also habe ich jetzt das Video nicht so special gemacht. Ich hoffe, euch war das nicht zu langweilig oder sonstiges. Und ich hoffe, euch hat es interessiert und auch Spaß gemacht beim Zuschauen, wenn ihr überhaupt bis jetzt geblieben seid. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Video. Hab euch ganz so lieb und good start into the weekend. Woo!